glaube, hier sind wir richtig. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst offen uns das alte Tor und schleifen. Während des Wächters Blick in die Ferne schweifen, ruft unseren Gott, den einzigen Wahren. Er dich nicht soll sein, trägt deinen Namen. Leg das Zeug weg. Up we go. Was zum Teufel passiert hier? Really? Man muss ein paar Leute finden. Hä? What? What? Okay, ein Z, ein E. Oder F. Ein E. Alter. Ich muss hier wohl ein paar Leute wirklich finden, bis dass man irgendwie das Ganze hier auflösen kann. Ich glaube, das sind Minenarbeiter. Ich habe gerade ein bisschen Puls, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte nicht, dass das hier irgendwie zu einem Horrorspiel wird. Aber ja, gut. Der Typ war da. Okay, hier waren wir schon. Alles gut. Kann der Typ verschwinden oder? What the fuck? Er hat sich in Luft aufgelöst. Noch einen mehr. Aber wie viele müssen wir denn finden? Ich habe nicht gezählt. 6, 5. 4, 3. Hier war schon einer. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Bringt mir eh nichts die Karte. Also ich weiß, dass wir alle haben, dann kann ich der Karte folgen. Wie viel haben wir denn jetzt? Also, hä? Müssen wir wirklich so viele Leute finden, bis wir das
Rätsel hier lösen können. Jetzt stehen hier 4. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeichen. Aber in welcher Reihenfolge das Ganze sein muss, weiß ich auch. Ja. I don't know. Also, er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst offen uns das alte Tor und schleifen, wenn des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren. Er, der nichts sollte sein, trägt seinen Namen. Trägt einen Namen, okay, aber gut. Spiel hier wird einfach zum Horrorspiel, ohne mir das zu sagen. Vielleicht hier entlang. Nein. Da laufe ich im Kreis. Kann man einmal herumlaufen. Oh shit! Alter! Erschreck mich nicht. Okay, dort drüben ist er. Kann ich ja eigentlich jetzt hier im Kreis laufen einmal? Oder nicht? Wo sind die letzten Leute? Ich habe doch jetzt etwa alle Gänge abgesucht. Oh, das ist ein Try and Error. Hier war ich irgendwie auch schon dreimal. Jetzt bin ich wieder auf der ganz anderen Seite. Aber Hauptsache den Eingang würde ich nicht mal mehr finden. Hier liegt auch niemand, hier war ich auch schon zweimal oder so. Jetzt bin ich wieder hier. Hinter mir. Okay, das ist der Eingang. Habe ich hier etwas übersehen? Nee, hier gibt's gar nichts. Schon überall. Hier lag jemand. Dann glaube ich, hier lag irgendwo jemand, wenn ich richtig bin. Dann lag doch hier irgendwo jemand?
Okay, jetzt blickt hier plötzlich noch jemand. Okay, noch eine Person brauchen wir. Ich glaube, ich muss dem. Muss ich dem vielleicht folgen, wenn ich ihn sehe? Könnte natürlich auch sein, dass der mich so gesagt zu den Leichen führt. Ich bin dort sicherlich schon mal durchgelaufen. Durchgelaufen. Wahrscheinlich braucht man wirklich jede Leiche. Aber ich hatte auch fast ein Zeichen drauf. Also ein Kreis und ein M oder E. Ein Kreis und ein E. Also zuerst oben Kreis und ein E oder M. Hätte ich jetzt gesagt. Wenn es das denn gibt. Okay, gibt es. Entweder so. Dann haben wir hier ein Z. Aber wie weiß man die Reihenfolge? Sogar zweimal ein Z. Und da das Eurozeichen. Wie weiß man denn die Reihenfolge, bitte? 1, 2, 3, 4, 5. Wahrscheinlich halt auch erst wirklich, wenn man alle hat. Das Rätsel finde ich jetzt ein bisschen doof. Vor allem mit dem Typ, der hier herumschwebt. Ich bin da diese Gänge schon ein paar Mal abgelaufen. Okay. Ich kann von hier und hier durch. Wow. Danke. Checke ich nicht, ob das irgendwie eine Logik hat oder hätte ich mir merken sollen, wer, wenn ich zuerst finden, auf welchem Platz die Person steht oder ich weiß ja nicht. Ich habe ihn gehört. Er war hier irgendwo. Ist jetzt hier wieder eine Person? Nee. Hm.
das Geräusch ist schrecklich. Kann der Typ eigentlich mich... Oh shit! Fuck!